Was hat der schiefe Turm von Pisa mit dem deutschen Schulsystem zu tun? Eigentlich fast nichts. Die PISA-Studie hingegen aber jede Menge. Sie hat nämlich vor bereits über 10 Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass im deutschen Schulsystem einiges so gar nicht glatt läuft. In vielen Hinsichten hinkt das deutsche Schulsystem nämlich weit hinter anderen Ländern her. Sei es bei den Leistungen in bestimmten Fächern, bei der Chancengleichheit oder den Ausgaben und Investitionen pro Schüler. Unterm Strich, obwohl wir eines der reichsten Länder der Welt sind, ist unsere Bildung ziemlich bescheiden. Warum das so ist und wie wir das vielleicht auch ändern können, erfahrt ihr heute. Denn heute zeigen wir euch die unschöne, um nicht zu sagen hässliche, Wahrheit über das deutsche Schulsystem. Ach so, und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, was ihr persönlich am deutschen Schulsystem am schlechtesten und am besten findet. Wir sind gespannt. Übrigens werden wir uns in diesem Video an einzelnen Aspekten des deutschen Schulsystems langhangeln, wie zum Beispiel den Schulnoten, den Lehrern, den Schülern, dem Unterricht, den Bildungsausgaben und mehr. Fangen wir deshalb mit einem der wohl problematischsten Aspekte des deutschen Schulsystems an, mit den Noten. Denn auch wenn Noten für jeden Schüler so selbstverständlich sind wie die große Pause, sind sie eigentlich sehr fragwürdig. Einer der größten Gründe dafür ist, dass Schulnoten subjektiv sind. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben inzwischen nachgewiesen, dass Lehrer bei der Benotung ihrer Schüler nämlich von den dümmsten Kleinigkeiten beeinflusst werden. Zum Beispiel von der Handschrift, ihrer Stimmung beim Korrigieren, vom Geschlecht des Schülers oder der Schülerin, Mädchen kriegen bei gleicher Leistung nämlich im Schnitt bessere Noten, oder sogar vom Namen des Schülers. Das große Problem dabei, die gleichen Studien zeigen auch, dass Lehrer denken, dass sie viel objektiver benoten, als sie es eigentlich tun und meistens glauben, mit ihren Noten richtig zu liegen. Diese subjektive Benotung ist vor allem aus zwei Gründen ein Riesenproblem. Erstens sollen Noten nämlich eigentlich dafür sorgen, dass man die Leistungen von Schülern miteinander vergleichen kann. Innerhalb einer Klasse klappt das auch noch ganz gut, aber schon zwischen zwei Klassen an einer Schule kann es vorkommen, dass eine Schülerin, die in der einen Klasse eine 2 bekommen hat, in einer anderen Klasse bei einem anderen Lehrer eine 3 bekommen hätte. Wenn man die Vergleichbarkeit von Schulnoten dann auch noch über verschiedene Bundesländer hinweg betrachtet, wird es noch krasser. Forscher der Humboldt-Universität Berlin haben beispielsweise Klausuren aus Berlin mit denen aus Bayern verglichen und kamen zu dem Schluss, dass man für die gleiche Note in Berlin wesentlich weniger leisten musste als in Bayern. Schulnoten werden also extrem subjektiv vergeben und sind kaum vergleichbar. Und das ist nicht unbedeutsam. Ein Problem daran ist zum Beispiel die Tatsache, dass etwa die Hälfte der Studiengänge in Deutschland noch immer einen NC hat. Das bedeutet, allein die Abiturnote entscheidet noch immer darüber, ob man bestimmte Fächer studieren kann oder nicht. Für Medizin zum Beispiel braucht man an fast allen deutschen Unis einen Schnitt von 1,2 oder besser, an vielen Unis sogar 1,0. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass man, um Medizin nach dem Abi studieren zu können, beispielsweise auch sehr gute Leistungen in Fächern wie Musik, Sport oder Religion gehabt haben muss. Eine Voraussetzung, die absolut willkürlich ist und wenig damit zu tun hat, ob man für die Medizin geeignet ist. Aber nicht nur bei den oft sinnlosen NCs spielen Noten eine wichtige Rolle. Auch schon viel früher entscheiden sie oft über die Lebenswege junger Menschen, nämlich bei der Entscheidung, auf welche Schulform man geht, Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. Diese Entscheidung wird in Deutschland nämlich schon nach der 4. Klasse getroffen. Zum Vergleich, in keinem Land der Welt passiert dies früher als in Deutschland. Dahinter steckt eigentlich ein guter Gedanke, denn wenn man die Schüler schon in der 4. Klasse in Leistungsgruppen aufteilt, kann man dafür sorgen, dass die schwächeren Schüler nicht abgehängt werden und die besseren Schüler richtig gefördert werden. Allerdings ist das leider nur die Theorie. In der Praxis haben nämlich zahlreiche Studien gezeigt, dass die Aufteilung von Schülern in unterschiedliche Schulformen, vor allem schon so früh, fast nur Nachteile hat. Schwächere Schüler werden nämlich nur weiter abgehängt, weil sie oft in einem problematischen Umfeld lernen müssen. Und auch die Top-Schüler schneiden in Deutschland sogar schlechter ab als in anderen Ländern, wo man Schüler erst wesentlich später oder gar nicht in verschiedene Schulformen unterteilt. Damit kommen wir von den Noten auch schon direkt zum nächsten großen Problem des deutschen Schulsystems,
der Ungerechtigkeit. Denn nicht nur werden bestimmte Schüler bei der Notenvergabe unfair behandelt und dadurch benachteiligt, dass sie schon nach der 4. Klasse auf Hauptschulen geschickt werden, generell gibt es im deutschen Schulsystem eine enorm große Chancenungleichheit. So zeigen die PISA-Studien seit Jahren, dass in Deutschland vor allem der sozioökonomische Status der eigenen Familie über die Bildungschancen eines Kindes entscheidet. Bei gleichen Leistungen und Fähigkeiten hat ein Kind aus einer wohlhabenden Familie zum Beispiel eine bis zu 5-mal höhere Chance, auf ein Gymnasium zu gehen, als ein Kind aus einer sozial schwachen Familie. Damit ist das deutsche Schulsystem ungerechter als die Schulsysteme aus Ländern wie Thailand, Russland, Tunesien, Katar und sogar Trinidad und Tobago. Diese Ungerechtigkeit wird zusätzlich dadurch verschärft, dass das deutsche Schulsystem enorm undurchlässig ist. In kaum einem anderen Land ist es so schwierig wie in Deutschland, die Schulform zu wechseln. Und selbst wenn ein Wechsel stattfindet, haben es Schüler, die beispielsweise von einer Haupt- auf eine Real- oder einer Realschule auf ein Gymnasium wechseln, schwer auf der neuen Schule zurechtzukommen und werden dabei kaum unterstützt. Allerdings ist das deutsche Schulsystem nicht nur an vielen Stellen ungerecht, es hat auch ein anderes Problem, über das wenig gesprochen wird, und zwar seine Auswirkungen auf die Schüler. Mehr als die Hälfte aller Schüler in Deutschland geben an, dass sie unter großem Leistungsdruck stehen. Über 30% aller Schüler in Deutschland berichten außerdem, dass sie wegen des Leistungsdrucks unter Angstzuständen, Burnout-Symptomen und erheblichem Stress leiden. Selbst Depressionen nehmen unter Schülern zu und werden zum Beispiel auf TikTok auch mehr und mehr thematisiert. Oft entsteht dieser Leistungsdruck im Elternhaus und wird weder von Eltern noch von Lehrern angemessen eingeschätzt. Wenn Schüler über zu viel Druck und Stress klagen, ist die Reaktion nämlich meistens, dass sie ihre Zeit besser einteilen sollen oder sich nicht beschweren sollen. Schulstress wird von Erwachsenen also oft nicht ernst genommen, stattdessen wird unterschwellig sogar noch mehr Leistungsdruck aufgebaut. Denn wer Stress empfindet, muss schließlich besser darin werden, damit umzugehen. Leistungsdruck ist aber nicht nur für die mentale Gesundheit der Schüler schädlich, sondern auch für ihren Lernerfolg. Oft führt er nämlich zum sogenannten Bulimie-Lernen, bei dem innerhalb kürzester Zeit extrem viel Stoff gelernt wird, der dann aber ebenso schnell wieder vergessen wird. Womit wir tatsächlich auch schon beim nächsten Punkt sind, dem Unterricht. Denn auch der Unterricht an deutschen Schulen und auch an deutschen Universitäten lässt in vielerlei Hinsichten zu wünschen übrig. Vor allem, weil er oft nicht so konzipiert ist, dass man in ihm wirklich viel lernt. Um das besser nachzuvollziehen, lohnt es sich, einen Blick auf die sogenannte Lernpyramide zu werfen. Sie zeigt an, wie viel man behält, je nachdem, mit welcher Methode man etwas lernt. Und was ist dabei die schlechteste Methode? Richtig, der Frontalunterricht. Bei Frontalunterricht werden in der Regel nur 5-10% aller Informationen behalten. Der Rest wird ohne Wiederholung langfristig einfach vergessen. Wie wahrscheinlich jeder von euch weiß, ist Frontalunterricht aber immer noch die gängigste Unterrichtsform in Deutschland. Experten schätzen, dass etwa 90% des Unterrichts in Deutschland frontal stattfindet. Viel effektiver wäre es aber, mehr Fokus auf interaktive Lernformen zu setzen. Je mehr Sinne dabei angesprochen werden, umso besser. Eine weitere Hinsicht, in der man unseren Unterricht unbedingt verbessern muss, ist die Flexibilität. Noch immer muss in einer Klasse in der Regel jeder Schüler im gleichen Tempo die gleichen Dinge zur gleichen Zeit lernen. Dabei haben Dutzende Studien bereits belegt, dass individualisierte Unterrichtsformen mit mehr Freiarbeit, in denen Schüler sich nach Interesse Themen aussuchen können und in ihrem eigenen Tempo lernen können, zu viel höheren Lernerfolgen führen. So entstand übrigens auch das Konzept der 4-Tage-Schulwoche, in der man 4 Tage normalen Unterricht hat und am 5. Tag ganz frei das lernen kann, was einen interessiert. Ähnliche Konzepte werden übrigens auch von großen Unternehmen wie Google erfolgreich umgesetzt. Aber das war immer noch nicht alles, denn tatsächlich gibt es noch ein letztes großes Problem mit dem Unterricht an deutschen Schulen und Universitäten. Er ist nämlich in sehr vielen Fächern noch immer viel zu theoretisch. Vor allem viele Uni-Absolventen klagen nach dem Studium darüber, dass sie in ihrer Zeit an der Uni viel zu wenig praktische Dinge für ihren Beruf gelernt haben. Oft mangelt es an sogenannten Employability Skills und einfach an praktischer Erfahrung. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass immer noch nur ca. 1% des Bildungsbudgets in duale Studiengänge investiert wird, obwohl diese meist viel praktischer orientiert sind als herkömmliche Studiengänge. In diesem Zusammenhang ist ein weiterer Kritikpunkt übrigens, dass Schülern nach wie vor zu wenig berufliche Orientierungsmöglichkeiten geboten werden.
Zwei Drittel aller Schüler wissen nach dem Abschluss damit noch nicht genau, was sie werden wollen. An den meisten Schulen gibt es höchstens ein einwöchiges Praktikum und wenige Informationsveranstaltungen. Das war früher zwar auch schon so, inzwischen gibt es aber wesentlich mehr Berufsmöglichkeiten. Allein die Zahl der verschiedenen Studiengänge in Deutschland hat sich über die letzten 50 Jahre mehr als verfünffacht. Jetzt haben wir also über Noten, Schüler, Unterricht und Gerechtigkeit im Schulsystem gesprochen. Bleibt aber eine Sache, ohne die Schule nicht Schule wäre, nämlich die Lehrer und Lehrerinnen. Das Problem sind aber nicht die Persönlichkeiten der Lehrer, zumindest nicht von allen, sondern vielmehr der Lehrermangel. Aktuell fehlen deutschlandweit mindestens 20.000 Lehrkräfte. Und das hat viele negative Auswirkungen auf unser Schulsystem, um genauer zu sein, vier, die wir hier näher beleuchten möchten. Die erste Auswirkung ist, dass die einzelnen Lehrer mehr Arbeitsbelastung und damit höhere Fehlzeiten haben. Dies führt natürlich auch zu mehr ausfallenden Unterrichtsstunden, die dann nicht richtig vertreten werden können. Außerdem führt der Lehrermangel an vielen Schulen zu größeren Klassen, als es eigentlich zum Lernen optimal wäre. Aber er hat sogar noch eine Konsequenz. In den letzten Jahren ist durch den Lehrermangel nämlich die Zahl an Quereinsteigern im Lehrerberuf gestiegen. Also an Leuten, die zwar an Schulen unterrichten, aber nie Lehramt studiert haben und somit auch keine Ausbildung im pädagogischen oder didaktischen Bereich haben. In ganz Deutschland betrifft das immerhin 10% aller Lehrkräfte. In einzelnen Bundesländern wie Berlin sogar über 30%. Dass die Unterrichtsqualität darunter in vielen Fällen leidet, ist sicherlich keine Übertreibung. Die letzte negative Auswirkung des Lehrermangels ist, dass er dazu führt, dass es viel zu wenig Fortbildungen für Lehrer gibt. Und das, obwohl ein Großteil der Lehrer sagt, dass sie gerne mehr Fortbildungen machen würden. Im Schulalltag fehlt für die meisten Lehrer nämlich schlicht und ergreifend die Zeit für Fortbildungen. Allerdings fehlt nicht nur die Zeit, sondern auch das Geld. Tatsächlich gibt die Politik nach wie vor nämlich fast gar nichts für Lehrerfortbildungen aus. Mehr Investitionen in Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrer werden also dringend benötigt. Und natürlich auch mehr Lehrkräfte an sich. Wie ihr seht, liegt im deutschen Schulsystem also einiges im Argen. Das Prinzip der Schulnoten ist veraltet, die Aufteilung auf drei Schulformen ist zu starr und passiert zu früh, Zulassungsbeschränkungen an Universitäten machen inhaltlich keinen Sinn, Unterrichtsformen sind alles andere als optimal, um produktiv zu lernen, viel zu wenig Geld wird in die Bildung investiert, auch wenn immer davon gesprochen wird, und zu guter Letzt fehlen gut ausgebildete Lehrer, was das Ganze nur problematischer macht. Aber natürlich wollen wir nicht nur alles schlecht reden. Wir haben einige der besten Lehrer der Welt in Deutschland, auch das Interesse an MINT-Fächern ist in den letzten Jahren gestiegen, deutsche Universitäten sind weltweit einige der günstigsten Unis der Welt und trotzdem sehr gut. Daher, was ist eure Meinung zum deutschen Schulsystem und was sollten wir unbedingt anders machen? Schreibt uns eure Meinungen und Ideen gerne in die Kommentare. Ansonsten danke fürs Zusehen, lasst uns gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.